Tierfreundinnen und Tierfreunde. Die Vermittlungsnachricht ist heute besonders schön. Beide am vergangenen Freitag vorgestellten Katzen haben ein neues Revier gefunden. Besser kann es nicht sein. Nun soll ein lieber und etwas verstörter Terrierrüde von seinen Besitzern erkannt werden. Im Tierheim bekam er den Namen Erich. Erich ist lieb zu jedermann, aber man hat den Eindruck, er versteht die Welt im Moment gar nicht mehr. Keine vertraute Umgebung und keine vertrauten Menschen, das macht ihm sehr zu schaffen. Erich wurde am 28. Oktober das erste Mal in Haina gesehen und dann am 29. Oktober in die Achinoa nach Öleben gebracht. Er hat einen Chip, der aber leider nicht registriert ist. Wenn der Chip nicht bei einem Tierregister eingetragen wurde, kann man leider nicht erkennen, wo der gefundene Hund zu Hause ist. Nun hoffen die Mitarbeiter der Achinoa sehr, dass der traurige Erich schnell von seinen Besitzern oder Nachbarn erkannt wird und zurück in seine vertraute Heimat kann. Da es leider immer wieder passiert, dass sich kein Besitzer meldet, wird für Erich in diesem Fall ganz schnell ein neues Zuhause gesucht. Er passt zu alt und jung, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Annika Kleinhammer. Erich hat eine ideale Hundegröße, auch für Kinder. Das Alter wurde von der Tierärztin noch nicht richtig geschätzt, aber so ganz jung ist er nicht mehr, denkt Annika Kleinhammer. Für Terrierfreunde muss das aber kein Nachteil sein, denn in jungen Jahren kann ein Terrier ganz schön aufdrehen. Das hat Erich schon hinter sich. Er möchte nur unbedingt wieder Menschenanschluss, wo er Rudelstrukturen, Sicherheit und Liebe bekommt. In unserer nächsten Folge am kommenden Freitag wird zu sehen sein, ob der schöne Terrier wieder in seinem Zuhause ist oder immer noch so traurig im Tierheim sitzt. Und noch ein Hinweis. Am Samstag, den 3. Dezember, gibt es in der Achinoa wieder die beliebte Tierheim-Weihnachtsfeier. Interessenten sind ab 13 Uhr willkommen.